So, meine Damen und Herren, dann machen wir mit dem restlichen Spiel, leider mit der letzten Aufnahmesession von Far Cry Dawn, weiter. Wie gesagt, wir hatten Aufnahmesession 5, jetzt sind Aufnahmesession 6. Eigentlich ist es immer noch die gleiche Aufnahmesession, ein paar Stunden nach Aufnahmesession Nummer 5. Montag, den 7. September, 0.25 Uhr und ein grünes Bierchen gerade. Und die halbe Dose geht erstmal schon daneben. You're really stepping up now. Das sind aber Mission 20 von 22. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Begib dich zum Anwesen von New Eden. Genau, kann ich ja dahin reisen. Also natürlich, das darf ich so voll kippen, ne? Also eine Show muss ich setzen, bevor ich den Rest aus der Dose machen kann. Manche fragen sich, ey, wieso nimmst du auf und trinkst ein Bier? Erstens, es kann keiner sehen, dass ich das Bier in dem Sinne trinke, man kann es nur hören. Und zweitens, wenn ich jetzt in einem Livestream wäre, was ich ja nicht bin, gelten, soweit ich weiß, andere Regeln. Da ist es ja natürlich dementsprechend nicht gern gesehen, dass man dort und als Streamer Alkohol trinkt. Na klar, wenn das Stream nach 22 Uhr ist oder sowas, dann ist es was anderes, dann kann man in Rahmen sicherlich mal ein, zwei Bierchen in einem Livestream sicherlich trinken. Sonst dementsprechend nicht. Wenn du ein Let's Play machst, darfst du um den auch ein Bier trinken, aber wie gesagt, das Let's Play sollte dann halt in ohne Facecam starten. Oder ohne Facecam sein. Wo liegt denn hier zum Beispiel das letzte Dingens? Ach, springen. Komm, lass mich mal hier. Hallo? Okay. Ich kann in der Luft gehen. Okay, doch tiefer als gedacht. Das war so, als wenn ich da gerade reinschwimmen konnte. Hat da was geblinkt da oben? Ich glaube aber nicht. Und wie gesagt, da ich jetzt ja nicht übertrieben Alkohol trinke und das wie gesagt ein Let's Play ist ohne Laptop und kein Livestream und ich nicht aktiv zum Alkoholgenuss aufrufe, geht das an den Let's Play durch. Prost! Im Livestream kann man auch, wie gesagt, auch Bier trinken. Ich kenne ein paar Streamer, die ich folge, die das auch machen. Und von daher denke ich mal, ist es, was das betrifft, kein Problem. Also sollte kein Problem darstellen. Ja, wo ist jetzt
Wie gesagt, das jetzt so Puzzleteil praktisch. Aber wenn es nicht, wenn ich es nicht finde, ist es egal. War so klar. Komm, wie getrunken, weißt du, spiele ich schon wie der letzte Spacko. Ich weiß aber nicht. Ich bin der Meinung, es sollte aber, glaube ich, irgendwo hier gewesen sein noch. Ansonsten guckt mich das, wie gesagt, nicht. Wieso habe ich eigentlich nicht immer mein... zu... Wieso bist du... Hä? Kannst du nicht mit Auto fahren? Alter, wo gehst du jetzt zu Fuß oder was? Also, und würde einfach durchgehen und fertig. Und hier muss man auf Frauen warten. Wo ist er? Also, jetzt ist er zu Fuß, okay. I'm in the mood to solve some problems with extreme violence. Und komm doch mal schnell auf den Beach. Guck mal da, Mond. So, Bitch, wir müssen rüber. Kommst du? Hier ist, wie gesagt, auch nachher der Endfight mit den zwei Mädels. Da bist du. Ach du! War nur drei, ne? Eigentlich kann ich das... Junge, wie viel Munition willst du denn auffüllen? Achso, also, dass hier eigentlich letzte Mission eigentlich komplett stattfindet.
Ich meine auch die letzte. Okay, wir sind jetzt in der 20. anerkannt. Ethan brought them here. The locust. Hey, Rabbit. Okay, das ist schon mal die für 21. Danke für die Bauchbinde. Und die 21 sind die Entscheidung zwischen, ob wir Joseph den Platten haben endgültig oder nicht. Okay. Deswegen bin ich. Oder dass ich das Päckchen geholt habe. Okay, das ist die eine, die Scharfschützin, okay. Na, spann doch eher mal runter, bitte. Mann, ich hasse kleine Pisshunde. Ja, komm, hau ab. Ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte dich haben. Wo ist er denn da? Irgendwo hier oben stand Munition. Ja.
Na, es bleibt hier am Dingen. Also es kommt nur auf die Waffen an. Nicht. Hättest du eine schwächere Waffe, dann würdest du so schnell sie nicht runterschießen können. Also wundert mich nicht. Wie gesagt, Waffe. Elite-Gegner brauchen Elite-Waffen. Entschuldigung. Prost auf die toten Zwillinge, Bitch! You know, Rabbit, you remind me of our mom. She had hope. She had dreams. I just wanted to fucking make things better, and I should have listened to her. But things just got carried away. Do what you gotta do. Dafür kriege ich Platin, Platin. Leiterplatten. Ethan's gone after his father. You might have time to stop him. If not, well, you've had a good run. I can't believe I'm still alive. You could do something about that. Or if you just leave. You'll never see me again. Tschüss. Na, was habe ich denn das letzte Mal gemacht? Habe ich, glaube ich, auch getötet, glaube ich. Aber wie gesagt, es gibt ja keine Fortsetzung von denen in jeglicher Art, Form und Weise in einem zukünftigen Spiel. Auch wenn wir sie jetzt am Leben lassen würden. Wie gesagt, es gibt keine Fortsetzung, weil sonst wäre sie nicht gestorben. Aber in diesem Falle, ja. Lassen wir es jetzt mal. Karte, wo muss ich denn hin? Schnellreise nicht möglich, okay. Jo.
Wo muss ich denn gehen? Kann ich jetzt vielleicht eine Scherweise machen? Ja. Ich weiß nicht, wie lang der Abspann ist. Wenn er mir zu lang gleich wird, überspringe ich ihn so, wie ich es in Far Cry 5 gemacht habe. Weil ich habe echt da keinen Bock, einen Cut zu machen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt die letzte Mission. Hoch, kein Gegner. Ethan, what have you done? I did what I had to do. I freed myself. I freed us all from you. From your rules. Ethan, don't. I will have what you denied me. You gave it to an outsider, but you wouldn't give it to me! I am your flesh and blood. That was God's will. You don't know God's will! I was trying to protect you, son! Meine Konsole hat gerade ein komisches Geräusch gemacht. Oder was mein Fernseher? So ein Plastikknackgeräusch. Und er hat den falschen Apfel gegessen. Und jetzt muss ich ihn töten. Stop him, please. Komm, lass mich doch mal diesen Elite-Boy-Prediger-Priester abknallen. Ja? Und wehe, ich muss die Scheiße mit Pfeil... Entschuldigung, mit Pfeil und Bogen machen, Alter, damit klappt das. Dann bumse ich das Spiel und beende es sofort, ohne Abspann, ohne was auch immer. Ach. Ach nee, die Hülle kennt das schon irgendwo her. Huch, geht sie doch mal. Huch. Nein, nein, Mann, was stehen, nicht stehen. Es brennt hinter mir. Oh, juhu, Junge. Genau sowas, jetzt darf ich nicht zu nahe kommen.
Wo ist er denn da? Den habe ich gerade noch so. Hallo? Hm, ein bisschen schneller hier. Deswegen, dass es am Rabsam die Hälfte der Ausposten, die es an sich gibt, komplett auf Stufe 3 zu machen, dass ihr genügend habt, um eure Base auszubauen, Stufe 3, Waffe Stufe 3 und eure Krankenstation auf Stufe 3 hoch zu pushen. Und halt den Mutanten zu jagen, Leiterplatten etc. oder Expeditionen. Als euch das zu kaufen über Credits. Entschuldigung. Can you forgive me? His only fault was that he was mine. Also, dieser tote, starre, offene Blick, ne? Schon wieder Unterbrechung. Beach. Ethan. Vor Jahren. Ach, haben wir nicht eigentlich Ethan? Genau, wir waren noch Ethan im letzten Teil als Rookie. Oder nicht? Nee, doch nicht. You know the answer. Da hießen wir anders, glaube ich, ne? Like you, aber was mit dem Rookie, den wir in Far Cry 5 gespielt haben, erfährt man über die ganzen Briefe, die man in dieser Mission findet. Dann wird auch irgendwo drin stehen, was mit dem passiert ist. Oder mit Boomer findet auch man irgendwo, glaube ich, ein Grab von Boomer, glaube ich. Und sowas. You're an old man. And when you die, I will take one. Ja, Junge, und jetzt bist du von gestorben. Bitch. I thought I understood God's plan. I thought he wanted me to build a new Eden. But I am not his shepherd. You are. Der Baum muss aber so trocken sein, dass er gleich anfängt zu brennen. My soul has become a cancer. I am a monster. Am I
I have only spread suffering and death in the name of God. My family is all ash. My Eden is dust. And there is no redemption for this. No atonement. Is only the justice of God's hand. End this vicious cycle. Give me God's justice. Release me. Release me. Zulosh Scrub. Release me! Nö, lass mal. Jo, einmal ohne Gleiten. Junge, ich wollte dich bis hier hinten. Ups. Oh. Fuck. Gerade. Wo bin ich denn? Da oben. So, jetzt. Alles durch. Na gleich kann ich noch die Außenposten machen, aber. Habe keinen Bock drauf. Ach, in die Richtung muss ich gehen, okay. Bist du außen oder bist du drinne? Das Grab. Okay, bist draußen. Der Schlaue unter euch hat gemerkt, dass ich den Cut nach der Ladesequenz gemacht habe. Aber ich schneide das Video zusammen, weil hab's zusammengeschnitten. Deswegen hab ich's nicht gesagt. Und mit dir habe ich am wenigsten unterwegs was getan. Ich hatte nur Timber und die Frau zum Schluss. There were so many times that I thought we were going to fail. Ernsthaft, Hase? Ernsthaft? But we just didn't give up. Because we had hope. Here's to hope. Prost. Auf den Hasen, der links neben dem Grab steht und ist abgehauen ist.
Ja, habt ihr gesehen, hab übersprungen. Ich, wie gesagt, ich habe ja einmal Cut gemacht, diese Aufnahme geht jetzt schon 33, 40. Die Welt gehört dir. Okay, ist ein halber Schirm. Wie gesagt, die Aufnahme geht jetzt bis jetzt Dato 33, 40 und ihr habt ja gesehen, von dem, was noch gekommen wäre, denke ich mal, dass sie auch schon sicherlich eine Stunde gelaufen wäre. So wie in wahrscheinlich Far Cry 5. Was für mich persönlich eindeutig vom Verhältnis zu lang ist. Weil wieso in Far Cry 4 und 5 einen Abschauen machen, der wahrscheinlich eine Stunde und oder länger geht, ihn aber in Far Cry 3 und 4 auf, weiß ich nicht, 15 bis 30 Minuten nur in dem Sinne zu machen, da frage ich mich, was ist bei Far Cry 5 und Newton anders? Leute, entweder ich habe kein Problem, wenn ein Abspann 30, 45 Minuten dauert. Kein Problem. Aber alles, was über 45 Minuten dauert, Junge, könnt ihr rausschneiden, könnt ihr kürzen. Das braucht kein Arsch. Alles, was länger als 45 Minuten. Guckt den Kinofilm an. Wie lange ist da der Abspann? Roundabout Viertelstunde. Wenn es so kommt. Ja. Und beim Film arbeiten mehr Leute als bei so einem. Genau, das ist ein Spiel. Naja. Wie gesagt, ich hatte einen Cut gemacht vorhin am Anfang des Videos, auch wenn ich das zusammengefügt habe, das letzte und das jetzige, also in der jetzigen Aufnahme-Session 6. Ja, den Leuten ist es vielleicht aufgefallen, spätestens nachdem ich es gesagt habe. Somit ist jetzt Stand Montag, den 7. September 2020, also den 7.9.2020, 1.30 Uhr morgens. Das Let's Play, oder die Let's Play-Reihe rund um die Far Cry-Spiele, die ich habe, vorbei. Wie gesagt, wir haben angefangen mit Far Cry 3, über Far Cry 4, über Far Cry 5. Und es halt über Far Cry New Dawn. Wie gesagt, nur die Hauptkampagne mit den verbauten Missionen, die es gibt. In Far Cry 4 habe ich ja gesagt, Tal der Yeti und die ganze Kacke nicht gemacht. Hier die DLCs in Far Cry 5 auch nicht. Hier gibt es zum Glück nichts zusätzlich. Ist ja nicht berücksichtigt. Also wie gesagt, nur die Haupt. Also wie gesagt, nur spielen nur die Hauptmission oder die Story oder das, was in der Story halt verbaut worden ist. So dass wir jetzt bis. Ja, was war das Ende Februar? Du warst 21. Februar, 25. Februar, irgendwie so 20. bis 25. Februar um den Dreh rum. Also erst, ja, wir haben jetzt Monat 9, Monat 10, 11, 12, 1, 2, erst im Roundabout 5 Monaten zu, wie es gerade unten rechts steht, Far Cry 6 kommen werden. Ich werde es mir nicht, in dem Sinne nicht vorbestellen, 1, 2, 3, 4 Monate vorher, so wie ich es jetzt mit Hitman 3 gemacht habe, vor 8 Tagen, da habe ich ja mir Hitman 3 vorbestellt, die Deluxe Edition erscheint von 89,99 für 80,99, na klar, ich hätte auch Far Cry Ultimate Edition vorbestellen können für 109,99, aber da das Spiel erst nächstes Jahr im Februar kommt und ich nicht unbedingt jetzt sag, ich brauche das Spiel, wenn es erst da rauskommt. Also 3 Monate vorher, kein Problem. Okay, Blast of Us 2 war was anderes, da habe ich es glaube ich auch über ein halbes Jahr vorher gemacht, glaube ich. Deshalb seht ihr, was draus geworden ist, aber das ist eine andere Sache, so dass wir, dass ich erst so Anfang nächsten Jahres, Januar oder Februar erst das Spiel sozusagen denn vorbestellen werde. Von Far Cry 6, dass wir dann dort die PS4-Version erstmal durchspielen werden. Oder ich allgemein erstmal die PS4-Version durchspielen werde. Im Livestream. Und dann, nachdem ich das Spiel von Far Cry 6 einmal durch habe, dann als Let's Play aufzeichnen werde. Und dann ist ja in der digitalen Version bestimmt das Spiel auch schon das Upgrade schon mit in den Preis inbegriffen. Auf die PlayStation 5. Beispielsweise bei Hitman 3 ist es ja auch in der Standard- und
der Deluxe Edition, ich wollte gerade sagen und oder, aber es sind beiden digitalen Versionen, kriegst du halt in das Upgrade Fitman 3 oder Far Cry 6 auf die PS5, sofern es verfügbar ist. Das heißt, ich bezahle nicht extra. Wie es bei der Disc-Version ist, weiß ich wie gesagt nicht. Wenn ich dazu mehr weiß, oder spätestens dann die PS5-Version habe, kann ich ja, wenn ich dann die Information habe, kann ich ja später denn in dem drauf eingehen, weil wenn ich dann die PS4-Version erstmal im Livestream gespielt habe und dann als Display von Far Cry 6 und dann irgendwann, ich denke mal, es wird noch mal so ein halb, bis zum halben Jahr dauern, 3 bis 6 Monate wahrscheinlich, bis es eine PS5-Umsetzung gibt, dass ich denn, wenn die PS5-Umsetzung gibt, dann noch mal einen Livestream der PS5-Version mache und dann ein Let's Play nochmal von Far Cry 6 auf der PS5 dann mache. Das heißt, wir haben in Far Cry 6 sowohl den Livestream und Let's Play, einmal der PS4-Version und dann einmal der PS5-Version. Das aber dann erst soweit Ende Februar, Anfang März, April. Also ich denke mal Ende Februar fangen wir mit dem Livestream an. 20. 21. Februar, wenn das Release-Datum ist. Und dann denke ich mal, geht das bis Ende Februar vielleicht noch die erste Märzwoche rein und dann das Let's Play, dass ich denke mal, dass ich dann mit dem Livestream und dem Let's Play bis Ende März komplett durch bin. So, wenn dann gegen, ich nehme an, April, Mai, Juni, ich denke mal eher so Juni, Juli rum, denn die PS5-Version kommt, ich dann das gleiche mit der PS5-Version mache. Wie gesagt, es ist aber erst dann in 5 Monaten, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, dass wir jetzt, wie gesagt, erstmal hier bis jetzt mit Far Cry von den Spielen, wie gesagt, die ich besitze, Far Cry 3, 4, 5 und Dawn, durch sind. Ich habe gesehen, ich habe Far Cry 2 auf der PS3 noch irgendwo liegen, aber mit Far Cry 2 kenne ich mich komplett nicht aus. Aber ich habe es nur damals noch gekauft, weil ich habe gedacht, boah, kauf den Scheiß für 3 oder 4 Euro, was das damals war. Aber ich habe das nie gespielt. Ich glaube, ich werde es auch nicht spielen. Wenn, wie gesagt, irgendwann ich mal Far Cry 2 machen sollte, der PS3-Version, wird so irgendwann bis einschließlich 31. Dezember 2025 kommen. Wenn es bis zum 31. Dezember 2025 kein Far Cry bei mir gegeben hat, auf dem YouTube-Kanal, oder im Vorfeld vielleicht im Livestream, wird es auch kein Far Cry 2 in jeglicher Form und Weise nach dem Datum 31.12.2025 geben. Das dazu, falls jemand fragt. Ne? So, wie gesagt, dass wir jetzt Far Cry 3 durch haben, Far Cry 4, Far Cry 5 und Far Cry New Dawn. Das hat mich jetzt, ich glaube, ich habe Anfang letzten Monat angefangen. Monat 8. Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5 habe ich ja Ende letzten Monats beendet und auch gleichzeitig auch am 31.8. auch mit Far Cry New Dawn angefangen. Das war gesagt, dass ich eineinhalb Monate, sage ich jetzt mal, 6 Wochen circa gebraucht habe. Ein bisschen weniger wie 6 Wochen, ich glaube 5 Wochen, 4 bis 6 Wochen, glaube ich großzügig 6 Wochen gebraucht haben, bis das Spiel, wie gesagt, Stand jetzt 7.9.2020, 7. September 2020 durch ist. Far Cry 3, 4, 5, New Dawn. Unabhängig von dem Tag, wo es online auf YouTube für euch ist. Wie gesagt, Datum 7.9.2020 wurde bis dato alles aufgezeichnet. 5-6 Wochen habe ich für 4 Spiele gebraucht. Ah ne, 5 sogar. Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry 5 und Far Cry New Dawn. 5. Ich habe sogar Primal ausgelassen. Dass ich in 6 Wochen 5 Spiele durchgeballert habe. Natürlich ein bisschen Pause dazwischen. Manchmal habe ich ein paar mehr Folgen gemacht. Manchmal habe ich am Tag 2-3 Aufnahmesessions gemacht. Bei manchmal dann zum Beispiel Far Cry 5 oder Primal gesagt, das ist dann der Folgetag, manchmal, so wie jetzt eben gerade auch, das eine Video von heute, na, Aufnahme Session 6 ist eigentlich na, am gleichen Tag gemacht worden wie die Aufnahme Session 5, nur dass wir jetzt einen Tag später haben, ne, im Datum jetzt her, wo es zu Ende geht. Und na klar, müsste ich auch zwischenzeitlich arbeiten,
für die letzten 6 Wochen. Um es mal so kurz zu sagen, ein paar Minuten habe ich ja noch. Wenn jetzt jemand mal guckt oder fragt, ey, oder finden wir in meinem Bekanntenkreis, habe ich ein paar Leute, der fragt, hat mich neulich gefragt, der Samstag da war, was ich sagte in einer Aufnahmesession, was mein Beruf ist oder was ich arbeiten will. Habe ich das erzählt, ich arbeite dies, das, jenes und habe dann halt dies, das Einkommen, bla bla bla. Also ich bin auf YouTube und Twitch nicht angewiesen, habe mich dann gefragt, was ich mit YouTube und Twitch verdiene, habe gesagt, wenn das hängen bleibt, das ist in unregelmäßigen Abständen bei YouTube und bei Twitch, wie gesagt, bei YouTube eigentlich eher nichts, weil ich diese Voraussetzung eigentlich nicht habe, aber wenn was hängen bleiben würde von den ganzen Videos, sprich, da habe ich gesagt, in etwa ein Bereich von einem 2- bis 3-stelligen Betrag, also irgendwas von 50 bis 1, 2, 3, 4, 5 Euro, so, da habe ich so gesagt, würde so im Durchschnitt hängen bleiben, auf 3 Monate gerechnet, also alle 3 Monate wahrscheinlich so in etwa bis zu 1, 2, 300 Euro vielleicht. Natürlich hat ihn auch schon mit Twitch mit reingebunden, wenn da Spenden reinkommen würden, wenn was hängen bleiben würde, aber rein rechtlich nicht. Und die Arbeit, wie gesagt, die dahinter steckt, hat er gesagt, ja, das ist doch zu viel Arbeit, wo ich gesagt habe, nein, so viel Arbeit ist es nicht. Na klar, ich gehe arbeiten nebenbei noch und mache das, das ist halt schon Arbeit, ja, auf die jetzt das hier, YouTube, Twitch hauptberuflich machen. Sagen, es ist Arbeit, oder überwiegend Leute sagen, es ist Arbeit, von dem, was man im Hintergrund nicht sieht. Danach ich für mich persönlich, wie gesagt, acht auf meine Wortwahl, ich für mich sage persönlich, nein, für mich ist es keine Arbeit, denn ich capture das Spiel entweder direkt auf der Konsole oder über die gerade auf dem PC-System oder Mac-System oder was auch immer. Und lasse es dann einfach danach, so wie das Material ich aufnehme, weil 1:1, ich tue da nichts rausstellen, ich tue da nichts ändern, ich tue da nichts reinfügen oder sonstiges. 1:1 durch mein Videoschnittprogramm, Bearbeitungsprogramm, wie auch immer ihr das nennen wollt, einfach durchlaufen. Je nachdem, welche Auflösung ich auswähle, 27, 1080, 1440 oder 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Dauert das halt dementsprechend natürlich irgendwas zwischen 15 bis 1,5, 2, 3 Stunden, je nach Ausgangsmaterial und Auflösung, dass es umbearbeitet wird, ohne irgendwelche, wie gesagt, Effekte reinzuschneiden, zuzufügen und oder zu entfernen. Also einfach das Rohmaterial 1:1 durcharbeiten in eine höhere oder niedrige Auflösung, die ich gerade genannt hatte, bei 60 Bildern, je nachdem zwischen 15 bis hoch 1,5, 2, 3 Stunden. Dazu kommt natürlich auch dementsprechend, was man für ein System hat. Ob man ein eher hochklassiges System hat, ob das jetzt ein 1000 PC ist, beispielsweise, oder ein 5000 PC. Die Erfahrungen sagen, ob ich jetzt ein 1000 PC habe oder ein 5000 PC, 5000 Euro PC, es macht keinen Unterschied. In dem Sinne nicht, weil da gebe ich euch recht, irgendwo sagt ein Programm, ey, ich kann am besten nur mit so und so viel CPU-Kern oder CPU-Flats arbeiten, mit so und so viel Speicher auf so einer Festplatte beispielsweise. Sage ich jetzt mal zum Beispiel Adobe Premiere oder wie auch immer das Schnittprogramm beispielsweise von Kronk heißt oder was Kronk benutzt. Heißt, glaube ich, Adobe Premiere oder sowas. Korrigiert mich. Sag ich mal als Beispiel, läuft am besten, sage ich jetzt mal, mit alles, was 12 Kerne hat, bis hoch bis 16 Kern Prozessoren. Irgendwie so, also ein 12-Kerner, 14-Kerner oder 16-Kerner Prozessor, irgendwie so, mit denen kann er am besten arbeiten. Sag ich jetzt mal, sofern es Intel-Basis mit, sag ich jetzt mal, 64 bis 120 GB Arbeitsspeicher. Am besten noch natürlich gespeichert, kommentiert auf NVMe-Festplatten mit 4.0-Anbindung oder auf SSDs mit dementsprechender
guter Leistung und nicht auf HDDs, also nicht die dicken, sondern die ganz schmalen, dünnen SSDs, wo man eigentlich eher heutzutage das Betriebssystem hat, oder allgemein diese ganz schmalen, die direkt aus dem Mainboard geschrubbt werden, die NVMe, können am besten arbeiten. Als wenn man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein günstigeres Programm nimmt, der vielleicht nur mit 4 Kernen am besten auskommt, beispielsweise. Na klar, wenn man zum Beispiel Adobe nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht keinen 12, 14, 16 Kernprozessor, ich habe vielleicht nur einen 4, 6 oder 8 Kernprozessor, das ist klar, dann verlängert sich die Zeit. Weil in dem Sinne weniger Leistung zur Verfügung steht. Das spielt alles mit da rein. Aber wie gesagt, für mich ist es keine Arbeit. Wie gesagt, ob ich jetzt hier sitze, jetzt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden aufzeichne und einfach dann drücke Aufnahme starten, Aufnahme beenden und es dann, sagen wir, wie jetzt auf den USB-Stick ziehe, vom USB-Stick auf den PC und dann einfach durch ein Programm durchballer oder so auf den PC aufnehme und dann da durch ein Programm baller. Mit dem Bearbeiten und Umwandeln habe ich persönlich nichts mehr zu tun. Na klar, wenn ich jetzt Effekte reinsetze, ist klar, dann kommt natürlich eine Mehrarbeit dazu. Aber ich nehme das auf, oder ich spiele es eh und kann es auch gleichzeitig aufnehmen, schicke ich durch mein System, lade es hoch, und klar, durch mein Programm durchballern und mit dem Hochladen habe ich persönlich nichts mehr zu tun. Ist klar, wenn ich es hochlade, brauche ich natürlich eine gute Verbindung oder Internet, damit es schneller läuft. Na klar, wenn ich jetzt nur einen Upload von 10 MB habe, dort das dementsprechend 10-mal länger, als wenn ich eine habe mit 50 MB Upload. Ich brauche zum Beispiel für in etwa einer Stunde Videomaterial, was so im Endeffekt eine Größe hat von 5 bis 6 GB im Upload bei 50 MB. Wenn ich die volle Bandbreite habe, 8 Minuten und weniger. Aber durchgängig brauche ich da meistens, ja, meine 8 bis 12 Minuten. Eher Richtung, wie gesagt, 8 Minuten bei einer 50 Ampere Leitung. Wenn die Datei direkt bei einer Stunde ist, zwischen 5 bis 6 GB. Natürlich 4K-Video, eine Stunde. Dann hast du mal halt in deine 15, 20 GB. Dann ist klar, dann dauert das halt dementsprechend vielleicht eine halbe Stunde bei einer 50er Leitung. Umso niedriger die Leitung ist, umso länger dauert es natürlich. Das immer so nebenbei. Wie gesagt, für mich ist das hier in dem Sinne keine Arbeit. Wie gesagt, für manche ist es, für mich nicht. Das wollte ich nur mal so mit als Wortlaut mitgeben, falls man fragt, YouTube ist doch Arbeit, Twitch ist Arbeit. Für manche ja, die es hauptberuflich machen, für den ist es Arbeit, die da wirklich viel im Schnittprogramm sitzen und Effekte reinballern und so weiter und so fort. Da ich das dann nicht mache mit den ganzen Effekten, ist das für mich keine Arbeit. Wie ich sagte, ob ich jetzt das Spiel spiele und gleichzeitig aufnehme oder das Spiel spiele und im Livestream spiele, ist für mich in dem das eine oder das gleiche. Ja. Manche sind so, manche sind so. Da ich damit ja hauptberuflich kein Geld verdiene, sehe ich das momentan nicht als Arbeit an, denn ich versteife mich nicht drauf, ob ich jetzt damit Geld verdiene oder nicht. Wenn ich damit Geld verdienen wollen würde, YouTube und Twitch, dann müsste ich, weiß ich nicht, im Verhältnis 2 Wochen streamen, beispielsweise, und ein Spiel streamen und ein Spiel auch als Let's Play machen. In der Hoffnung, dass eine bestimmte Summe rauskommt, dass meine gesamten Kosten gedeckt sind und ich dann nochmal einen Kühlschrank voll machen kann. So, da es bei mir nicht der Fall ist, verkrampfe ich mich auch nicht drauf. Wie gesagt, für mich ist das nebensächlich, nebenberuflich. Ob ich jetzt mit 1 Euro verdiene, Twitch, YouTube, oder ich durch Zufall irgendwie mal 1.000 damit verdiene, jeglicher Form, Art und Weise, ist für mich erstmal nebensächlich. Na klar, man nimmt alles dankend an, so soll es nicht sein, das soll jetzt nicht blöd rüberkommen, aber bei mir ist es nicht der Fall. Wenn natürlich einer kommt und sagt, hier, ich gebe dir so X Summe XY, muss es für ihn rauskommen, bin ich natürlich dankbar. Aber wie gesagt, bei mir oder für mich ist das nebensächlich. So viel dazu. Aber an dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Wie gesagt,
Das Thema Far Cry ist jetzt erstmal komplett durch und eingestellt. Ende Februar, 20. und 25. Februar um den Dreh 2021 geht es dann mit Far Cry 6 auf der PS4 weiter, in Form des als erstes mit dem Livestream und den als Let's Play. Und dann, wenn die PS5-Version gibt, dann halt dementsprechend dort auch nochmal die Livestream zur PS5-Version und dann den Let's Play zur PS5-Version. Und in der Zwischenzeit muss ich gucken, was ich mache. Vielleicht fange ich an, entweder mit Hitman 1 und Hitman 2. Und mache dann im Anschluss, da ich ja Hitman 3 schon vorgestellt habe, dann gleich Hitman 3. Oder ich fange Mafia 2 und 3 an und mach dann, wenn Ende des Monats Mafia 1 kommt, dann mit Mafia 1 weiter, sodass ich dann über die nächsten 3,5 Monate dann halt mit Mafia weitermache. Muss ich gucken. Wie gesagt, entweder kommt Mafia als nächstes oder Hitman. Eins von beiden wird passieren. Also wundert euch nicht, wenn eins von beiden kommt, Mafia oder Hitman. Und halt in Far Cry 6. Muss ich gucken. Vielleicht schiebe ich auch komplett was anderes dazwischen oder es kommt gar nichts, aber mein Plan momentan ist entweder Mafia 1, 2, 3, die Definition Edition oder Mafia Trilogie vielmehr, oder halt dementsprechend halt Hitman 1, 2 und 3 zu machen, bis einschließlich dann halt Far Cry 6. Was von beiden kommt, muss ich gucken, aber ich hoffe mal, dass eins von beiden ich schaffe, bis dahin gemacht zu haben. Ich bedanke mich bis dahin fürs Zugucken. Und wir werden uns dann bei allen zukünftigen anderen weiteren Let's Play, Unboxing etc. auf meinem Gaming-Kanal und oder auf meinem Zweitkanal hier auf YouTube wiedersehen.